Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Autokorso. In Magdeburg, 29.04.2023. Großdemo in Magdeburg, Reformation 2.0. Datenschutz. Ich gebe dir gleich Datenschutz. Du läufst mir ins Bild und kommst mit Datenschutz. Du hast da gar nichts zu suchen auf der Schiene. Hier nochmal das schöne Haus. In voller Pracht. Was ist Ihre Motivation, hier heute herzukommen? Ja, unsere Motivation ist im Prinzip ganz einfach. Die ganzen Klimaschutzgesetze, die hier verabschiedet werden sollen, die nur noch in einer grün verseuchten Ideologie hinterherrennen, die machen uns das Leben nur schwer, die machen uns Mittelstand kaputt. Ja. Und die werden uns vernichten. Das ist einfach das Problem. Und das darf nicht passieren. Wir müssen was dafür tun. Ja. Genau deswegen sind wir heute hierher gefahren. Zum Beispiel, guckt euch doch mal eure Kiffheit an. Ja. Erst sollte sie im Bund Familie machen, da hat sie sich einen Doktor irgendwo erschlichen, da musste sie zurücktreten, da war sie Bürgermeisterin in Berlin noch weiter runtergewirtschaftet. Ja. Und jetzt kann sie auf immer wirtschaften. Ja. Da werden doch nur der Posten hinterher geschoben, dann kriegst du das Kotzen. Ja. Ja. Verteidigungsminister. Weil als Verteidigungsminister gehören da keine Täubchen hin, die keine Ahnung haben, jetzt ist sie in Brüssel. So, da gehört einer hin, der von der Armee kommt, der Ahnung hat. Der Gesundheitsminister soll ein Professor sein, der Ahnung hat. Warum funktioniert das nicht? Ich hab Stand heute 6 nachweisliche Berufsabschlüsse. 6 nachweisliche. 6. Ja? So. Und wenn ich sehe an dieser Regierung, wer da alles sitzt, noch nicht mal einen Berufsabschluss, noch nicht mal irgendwas Nachweisbares und wollen ein Land regieren, das ist doch. Es gab vor Jahren schon mal diese Diskussion mit diesem FCKW. Da war doch so ein Weg. Richtig. Wir haben Ozonloch, wir sterben. Nächsten Tag sind wir alle tot. Ja. Jetzt haben wir CO2. So ein Irrsinn. CO2 ist wichtig für die Natur, für die Pflanzen. Und was ist völliger Blödsinn. Was ist mit FCKW jetzt in der Wärmepumpe? Genau. Was ist denn da? Oh, FCKW drin. Alles doch nur. Selbe drin. Diese Schwachköpfe. Das ist nur solche Ideologie, nichts anderes. Wenn ich das die ganzen Idioten sehe, wie die ganze grüne Bande, die haben da nichts in der Birne. Habeck und Co. Also, da lassen Sie die Baerbock auf die Menschheit los, die kriegt ja noch nicht immer als Satz raus. Was ist Ihre Motivation, heute hier zu sein? Meine Motivation ist natürlich, ja, was soll ich sagen, Friedensverhandlungen, auf jeden Fall. Es sterben jeden Tag mehrere tausend Menschen in der Ukraine, in Russland, auch natürlich neben Soldaten auch, Zivilpersonen. Ja. Das muss einfach enden. Es müssen sofort Friedensverhandlungen stattfinden. Ein Kampfstopp. Das ist so mein Gedanke. Und ich hoffe, dass genügend Leute kommen, auch nachher zur Demo. Da bin ich auch gespannt. Ich bin extra aus NRW angereist. Sehr gut. Ich war jetzt ein paar Tage in der Kaliningrader Oblast, also in Russland. Und auch dort sind die Leute sehr betrübt, auch weil viele Kontakte nach Deutschland zu den Europäern abgebrochen worden sind. Ja. Dort ist man natürlich auch unterschiedlicher Meinung, natürlich. Aber sind alle sehr betroffen und über die Situation genauso wie wir. Krieg ist keine Lösung. Ja, ja. Absolut. Vielen Dank. Hier unter der Brücke ist natürlich richtig Action. In Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. Ich danke euch. Hallo Magdeburg! Hallo Sachsen-Anhalt!
alle aus dem alten und neuen Bundesland, meine Herren, Deutschland. Oft sind diese Demonstrationen, die wir hier gemacht haben, detailliert diskreditiert worden. Ja, man hat uns in einer Art der Kontrolle. Hinten auch noch. Ja. Schauen wir mal von hinten. Mit irgendwelchen Nazis oder so versucht zu diffamieren. Ja. Ja, so ist das. So, hier sind so ein paar Infostände. Wer die Rede hören möchte, bitte. Es sind 3, 4, 5 Streamer am Start. Ja, hier kann man sich so ein paar Buttons kaufen. Völlig okay. Wer das möchte, soll das machen. Alles gut. Hier kostenlos demokratischer Widerstand kann man sich nehmen. Und noch ein paar andere Informationen. Sehr gut hier, mein Lieblingsthema, ne? Liebe Leute, elementar.